Aber auf der anderen Seite waren wir noch nicht. Genau. Genau, auf der anderen Seite waren wir noch nicht. Da können wir dann auch noch abgrasen. Ah, da ist der Quid. Puh. So. Wir haben jetzt 90 Holzwände. Im Quetz ist auch noch tonnenweise Holz. Holz, ne? Mhm. Ja, die Kiste habe ich gleich leer. So. Ich würde sagen, ist jetzt das letzte Mal, wo ich herstelle. Ja. Dann habe ich 100 Holzwände schon mal. Und dann, ja, keine Ahnung, 100. Ja, 100 ist wegen viel, vielleicht 50 Fundamente. Ich glaube, das müsste dann reichen. Erstmal, ja. Ja. Und dann müssten wir eigentlich jetzt dann noch die Tierchen ausleeren. Alle wieder die Holztierchen, wo wir vorhin Holz geholt haben. Weil die Kiste hier ist leer. Die habe ich jetzt leer gemacht. Die Holzkiste? Ja, die ist komplett leer. Also halt, sind noch, ja, 450 Holz drin. Aber die kriege ich jetzt dann gleich komplett leer. Weil ich ja noch die Fundamente mache. Zack, 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 zack. Holzzaunfundament. 26, die dauern auch ewig. Aber die, würde ich sagen, wenn wir da 50 erstmal haben, müsste reichen. Dass wir halt einfach was haben. Das wäre schön. Ja. Mal schauen. Vielleicht fange ich heute auch gleich das Schneiden noch an. Dann nach. Mir ist auch aufgefallen, die haben die Brenndauer von Sprit in Generatoren verändert. Echt? Weniger? Ich hatte vorhin 4 Stück reingeschmissen. Ja, auf jeden Fall weniger. Aber 4 Stück haben früher 4 Stunden gebrannt. Aber der war halt vorhin zwischendurch aus. Und ich hatte 4 Stück reingeschmissen. Und wir hatten keine 4 Stunden gespielt. Ja, das stimmt. Ja, ich, ja, mir ist es auch aufgefallen, wenn du Sprit jetzt in die in Fabricator Rang macht, das ging es ja auch immer eine Stunde. Und es ist auch nicht mehr so. Das ist mir auch aufgefallen. Gerne mal wissen, woran das gerade scheitert, dass ich keine Dinger mehr machen kann. Ich denke fast Fasern. Muss ich mich umdrehen. Fasern. Zack, zack. Stroh. Zack, zack. Holz ist ja eh nichts mehr da gerade. Ja. Ja. Scheitert wirklich an den Fasern oder hat an den Fasern gescheitert. Wenn der Quetz in der Luft schwebt, ist halt, steht er einfach, halt einfach ruhiger als jedes andere Tier? Ach so. Das dauert jetzt noch echt ewig. Das Zeug, die Fundamente dauern wirklich, die dauern länger, so ein scheiß Zaunfundament zu craften, als eine Wand. Was ist da jetzt kaputt gegangen? Ich hab's gehört. Was machst du kaputt? Ich bin gerade raus, ein Adam. Er macht schon wieder Zeug kaputt. Oh Gott. Hm, 41 Zaunfundamente sind noch in der Kiste. Und 22 crafte ich noch und wir haben 107 Holzwände. Ey, warum snappt die Scheiße jetzt nicht? Müsste reichen. Oh nein, ich hatte eben den Snap Point. Müsste auf jeden Fall reichen. Also nicht reichen. Ich glaube, die Holzwände werden wir auf jeden Fall noch wegen craften müssen. Aber dann haben wir. Da ist gerade viel auf einmal kaputt gegangen. Ja, ja, ja. So. Also ich denke, die Zaunfundamente müssten reichen. Ich würde sagen, an der Rampe, wo es hochgeht, ne? Ja. Da stellen wir oben hin ein Gate. Einfach weil es cool aussieht. Können wir machen. Du baust es schon. Ich hole jetzt da nochmal noch Holz rein, aber ich würde sagen, dann mach ich aber auch Schluss dann. Wenn ich das Holz noch reingeholt habe von den ganzen Tierchen draußen. Alles klar. Und dann dann mache ich aber auch aus. Also dann mache ich auch einen Server aus. Vergesse es dieses Mal nicht. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich zumindest echt. Das wäre ja nämlich nicht schön. Ich glaube, ich habe gerade ein Soundproblem. Nö. Das wäre nicht schön. Was machst du da draußen?
Wie gesagt, ich baue eine Quetzfalle. Ach so. Und dann überlege ich mir erstmal, was ich heute Abend noch zum Essen mache. Ja, auf Schnelligkeit. Endet voraussichtlich in Yum Yum. Mietz. So, jetzt packe ich das Stroh zurück. Was auch wirklich nicht mehr so viel ist. Packe ich die Fasern zurück, die auch nicht mehr so viel sind. Hol einfach mal Holz von draußen. Das ist der falsche. Ui. Ich häng. Ach, der hat ja auch noch Stroh einstecken. Ja, dann hole ich das Stroh aus dem Kerl auch noch mit raus. Na klar, hat der noch Stroh einstecken. So. Der hat auch noch viel rohes Fleisch einstecken und Holz. Mache ich vielleicht erstmal das rohe Fleisch hier raus. Und schmeißt. Wo habe ich denn das rohe Fleisch vorhin reingeschmissen? Ich weiß es gar nicht mehr. Nicht hier rein? Hier auch nicht rein? Ist alles mit in Blondie reingeschmissen? Nö. Ist das rohe Fleisch? Patty hat auch ein Level up. Fifi hat ein Level up. Oder habe ich das alles verbraucht? Keine Ahnung. Habe ich denn das rohe Fleisch vorhin hin? Ich schmeiß es einfach mit zu dem Kerlchen mal rein. Oh, upala. Ah. So. So. Und bei dir hol ich noch 300 Holz mit raus. Dann können wir Stroh habe ich auch einiges. So. Mache ich die hier noch leer? 2, 3, 4. Dann können wir da nämlich noch wunderschön sagen, die Kichen alle leer gemacht. Ist jetzt also eigentlich relativ egal. Übrigens, der Hund draußen ist randvoll auch mit Gammelfleisch. Also einfach mal aufheben. Oder? Nein! Was denn? Wenn du immer so Nein sagst, dann kriege ich irgendwie Angst. So, das muss weg. Dann komm. Das hier weg. Und das hier muss weg. Hast du dich verbaut oder was? Nee, aber wir haben ja das Strukturenlimit für Plattformsättel nicht verändert. Das bedeutet so, dann muss das hier weg. Gott, mein CPU will sich gerade schon wieder aufhängen gehen. So. Jetzt. Was ist denn, Ich habe nur gerade gesehen, was du baust. Sieht richtig geil aus, oder? Von unten vor allem. 2, 3. 4. Schaut schon heftig aus. Mobile Quetzfalle for the win. Ja, und dann ohne Scheiß, ich glaube, wenn wir uns noch ein Quetz holen, dann wäre nicht schlecht. Ja. Also ich wollte gerade eher für Autorun drücken, aber wir sind ja nicht in GW. 3, 4. Autorun ist R? Ich glaube, das habe ich bei mir sogar gar nicht mehr. Hab ich irgendwas anderes drauf gelegt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich habe die verschiedenen Reittiere unten jetzt hat auf verschiedene Tasten gelegt. Oder hat eine Tastenzugehörigkeit gegeben, dass ich direkt das Richtige habe, wenn ich dann zum Beispiel C drücke. Habe ich jetzt dann den Hasen. Ich habe jetzt in einer
in nicht mal einer Woche, innerhalb von 2 Stunden, mache ich im PvP knapp 100 Gold. Das ist so geil. Das ist doch gut. Aber dafür ist das PvP halt richtiges Tryhard-Schwitzen. Aber es macht halt irgendwie Spaß. Ich weiß es nicht, ich war mit meinem Negro schon ewig nicht mehr im PvP. Weißt du, die Alter, haben da einige. Negro im PvP geht so ab, ne? Es ist einfach richtig geil. Ich weiß, ich hab die. Ja, ich muss sagen, ich habe öfters mit dem Negro da Probleme gehabt. Mit Maya. Ja, okay, es kommt halt wirklich darauf an, weil ich meistens mit den Leuten, die da drin waren, nicht im Team gespielt habe, weil einfach der jeder für sich sein Zeug gemacht hat. Da war nichts mit Absprechen oder Abquatschen, da hat jeder einfach sein eigenes Ding durchgezogen. Und wenn dann der Droide komplett alleine rumläuft und nicht weiß, was er treiben soll, ist auch irgendwie scheiße. Aber gut, ich habe auch erst 4 oder 5 Runden mal PvP gemacht, also nicht wirklich viel. Nicht so wirklich viel, muss ich sagen. Und ich farme gleichzeitig durch die Belohnungspfade auch die ganzen neuen Skins für Elona. Aber ich viel PvP war ich eigentlich in Guild Wars noch gar nicht unterwegs. Weil meistens bin ich dann der Einzige. Aber ich sagen muss, Chris ist ja momentan im BVW viel unterwegs. Da war ich auch noch nicht wirklich unterwegs. Also ich war schon mal mit dem BVW so ein bisschen halt überall mal reingeguckt, aber... Das ist nicht so meins. Ich bin da eher im PvE immer unterwegs. Habe ich jetzt heute mal kurz mit dem Asura, mit meinem kleinen Mesmer, habe ich heute mal ein bisschen Map gemacht wieder. Es geht schon deutlich schneller durch die Reittiere. Vom Aussichtspunkte holen. Aussichtspunkte holen ist mit den Reittieren schon fast, kannst du sagen, schon im Grunde halb cheaten. Weil es deutlich zu einfach geht. 3, 4. Ich habe ja immer noch nicht die Viecher leer. Aber gleich. Bin jetzt am letzten Track angekommen. Aber dafür ist die Holzkiste auch wieder gleich voll. Das hat ein Quetz ist noch einiges. Dafür haben wir kaum noch Stroh. Dafür, was die wir vorhin. Die Strohkiste ist noch fast voll. Echt? Hast du wieder zurückgelegt oder was? Also da sind jetzt noch 30 Stacks drinne. Achso, hast du wieder zurückgelegt. Weil vorhin waren da weniger drin. Nein, ich habe eben sogar noch was rausgenommen, um mir neue Fettschwände zu craften. Habe ich mich vorhin so verguckt? Ne, doch, da war doch weniger drin, oder? Habe ich irgendwas wieder reingeschmissen, ohne dass ich mich gerade daran erinnere? So. Du bist immer noch schön angemalt. Es geht auch nicht mehr weg. So, die Holzkiste ist auch voll. Die Holzkiste wäre auch voll. Aber ich habe noch 400 Holz da unten. Da mache ich noch ein paar Wände. 1, 2, 3, 4. Mache ich noch ein paar Wände draus. Aus dem Holz. Weil, wie gesagt, immer ein paar mehr. Nicht schlecht. So gleich ein bisschen für die Zukunft gedacht. Wenn wir dann da wieder ewig das Bauen anfangen. Dann haben wir gleich was. 7 Stück kann ich noch draus machen. So, der Quetz ist bereit für die Quetzjagd. Wie das klingt, der Quetz ist bereit für die Quetzjagd. Ah, der hat aber auch noch 70 Steinfundamente drin. Und ganz viel Holz. Ich bin hier schon fertig. Nice. Kann ich hier die Fasern wieder zurücklegen? Stroh. Und hier, ich glaube, das Holz kriege ich noch unter. Ja, nein, 3 Holz kriege ich noch unter. Das kann nicht wahr sein. Habe ich mal halt nochmal 100 Holz und 100 Stroh und 100, eigentlich Leder. Pelz und menschliches Haar haben wir sehr viel. Nur mal so als Info. Haben wir echt viel. Ich habe nochmal 400 Leder. Aber... Dafür haben wir wahrscheinlich keinen Platz mehr, ne? Nein, nicht mal im Ansatz. Vergiss es. Das Leder kannst du einfach droppen. Genauso wie Keratin. Nee, dafür haben wir wieder Platz, weil ich habe Zement gemacht. So, wir haben jetzt 116 Holzwände und 64 Zaunfundamente aus Holz.
Ah, aber du hast mich gerade dran erinnert. Und zwar 100 Zement. Schießpulver. Kann ich auch mal alles holen. Mach aber kein neues Schießpulver. Wir haben jetzt seit 1800 Schießpulver gerade gemacht. So, ich würde dann jetzt Holz noch... Ach, Holzkiste ist voll. Ich habe noch 89. Ja, Holzkiste ist voll, ja. Wenn im Quetz ist auch noch Baumaterial drin. Hm. Ja, ich... Also der Quetz... Der Quetz-Scheißhaufen sieht halt echt verlockend aus, ne? Willst du denn essen, oder was? Nein, also... Ich bitte dich... 1, 2, 3, 4... Ich mach noch mal Zement und dann kann ich Ari auch noch ausräumen. Ich glaube, das mache ich noch schnell. 1, 2, 3, 4... 8 zu 4, genau. 8, 4 war das. Mache ich auch genau 8, 4. 1, 2, 3, 4... Dann haben wir nämlich noch mal ein bisschen Zement. Dann haben wir wieder 200, wenn wir gar nichts mehr hatten davon. Und wie gesagt, Keratin und Chitin haben wir eh eigentlich zu viel. 1, 2, 3, 4. Jetzt ist die Chitin-Kiste wieder relativ leer. 1, 2, 3, 4. So, 100 Zement ist unterwegs. Und Ari kann ich jetzt auch noch ausräumen. Deswegen haben wir, glaube ich, auch nicht mehr so viel Stein gehabt. Nicht Ari jetzt noch mit ausräumen. So. Stein. Zack, zack, zack. Wunderbar. Ich guck mal raus zu dem kleinen Baby-Ding. Jo, ich lock mich gerade schon aus. Ah, der kann jetzt schon 54 Major Berries tragen. Oh, das ist schon nice eigentlich. Ja, das ist richtig gut. Pff, wie das ausschaut. Der Quetz. Der riesige Kopf. Nee, achso, der Quetz mit dem. Eigentlich der kleine Quetz und so ein riesen Ding obendrauf, wenn du es so siehst. Ja. So. Aber ich logge mich jetzt auch aus. Gibt jetzt erstmal nichts mehr, was wir noch tun können, rein theoretisch. Bis das Zement fertig ist, alles. Ich logge mich auch aus. Zurück ins Hauptmenü und ich sag euch Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Im nächsten Stream wieder. Die Tage auf jeden Fall. Für mich ist jetzt erstmal arg Schluss, aber ich will aus nächstes West Valley, also City Skylines, fertig machen.